Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video zeige ich euch, wie ihr sogenannte Bloat-Software deinstallieren könnt. Bloat-Software ist ja vorinstallierte Software, die sich nicht ohne weiteres löschen bzw. deinstallieren lässt. Ich zeige das hier am Galaxy Note 4 und wir nehmen uns mal das Beispiel von Evernote. Das Ganze ist hier auf meinem Gerät, hier unten rechts seht ihr es, installiert. Und wenn wir jetzt versuchen, das Ganze über den Google Play Store einmal zu deinstallieren, gibt es jetzt zwar die Option, die Möglichkeit deinstallieren, klicken wir mal an. Bestätigen und anscheinend wird ja auch was deinstalliert. Ja, er soll angeblich fertig sein. Und wenn wir uns das aber auf dem Gerät selbst nochmal anschauen, dann haben wir hier unten rechts immer noch Evernote. Das Icon ist also vorhanden und die Software vielleicht auch noch. Ich weiß es nicht. Um das Ganze jetzt komplett zu löschen, müssen wir wie folgt vorgehen. Zum einen brauchen wir ein geroutetes Gerät und ich mache das Ganze mit der Software, mit der App Titanium Backup. Die gucken wir uns ja mal an, öffnen die. Yep. Das Ganze muss noch mit SU Rootrechte bekommen, die App, also die Abfrage sollte noch kommen. Und wenn das der Fall ist, wenn ihr Rootrechte gewährt habt, könnt ihr hier oben unter Sichern und Wiederherstellen einmal die App heraussuchen. Das Ganze ist hier alphabetisch geordnet und unter E wie Evernote sollte das hier auch irgendwo mal auftauchen. Da ist es. Ja, wenn wir da jetzt draufklicken, haben wir hier oben rechts in Rot gekennzeichnet die Möglichkeit es deinstallieren. Da drücken wir auch drauf, sagen ja und bestätigen nochmal mit ja. Deinstallation läuft. Ja, wir sehen es hier auch durchgestrichen. Das hat also funktioniert. Oben nochmal die Meldung. Ja, Titanium Backup hat Evernote deinstalliert. Wenn wir uns jetzt auf dem Gerät das Ganze nochmal anschauen, ist die App zwar noch vorhanden, also hier unten rechts sehen wir das Icon noch, aber nach dem Neustart ist auch das Icon weg und wir haben somit die Bloatware komplett deinstalliert. Ja, das war's. Also wir brauchen ein geroutetes Gerät, die App Titanium Backup, damit sollte es funktionieren. Viel Spaß beim Nachmachen und danke fürs Zuschauen. Tschüss, euer BitJunkie.